Willkommen, Freunde, zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Prototype 2. Ich habe hier die AT-Peggy-Version. Das heißt im Klartext die österreichische Version. Und sie sollte eigentlich uncut sein. Und ich werde dieses Spiel komplett blind Let's Playen. Also ich habe keine Ahnung, was mich dort erwartet. Und ja, ich erwarte doch etwas. Da mir der erste Teil echt gut gefallen hat, also Prototype 1. Das Einzige, was mich am ersten Teil gestört hat, waren die Missionen. Auf Dauer waren die ziemlich eintönig und ich bin jetzt gespannt, ob der Entwickler daraus gelernt hat. Aber das empfindet natürlich jeder anders. Deswegen rede ich jetzt nicht länger und starte einfach das Spiel und ich denke, jetzt kommt eine Cutscene. Wir werden das Spiel auf normal spielen. Und es ladet. Und ich bin leise. Are still struggling to identify the cause of the event commonly referred to as the second outbreak. Elite government troops known as Blackwatch have arrived at the scene. I thought all that was over and done with, but now they're saying that the virus thing started cropping up again. Jimmy, I'm worried. Hey, I need you to try and relax, right? Now, I'm gonna be home in a couple of weeks. And maybe we'll go stay with your mom for a while just till they get things sorted out. A woman was killed last night in Central Park by what eyewitnesses described as a walking corpse. Gentech officials have verified that the assailant was infected with the Mercer virus, which was thought to have been eradicated last year. Now every time I look out the window, I see Blackwatch troops. Jimmy, they closed Maya's school. I don't know if we should be here. They said to just stay put, don't go causing any panic. Well, then just stay put and don't go causing any panic, all right? I'll be there tomorrow night. Then we'll take Maya and go see your mom. Okay, baby. If they got the situation contained, there's no reason to doubt them, right? Many of New York's government officials are now predicting Blackwatch will declare martial law in the city within the next 48 hours. We here at Eyewitness News urge you all, if you do not have to be in the city, to consider evacuating. And no point in the violence in Maine has matched the unexplained viral surge of the last 72 hours. There have even been reported sightings of Alex Mercer, the man largely acknowledged as the cause of the catastrophic outbreak. I'm sorry, I just feel so far away from you guys. I miss you, Daddy. I miss you too, baby girl. But don't worry. Daddy's coming home. Okay, also jetzt kann ich verstehen, dass der Alex Mercer umbringen will. Ninja 33, this is Shogun, how copy? Ballista 1-1 is Oscar Mike, ETA 2 minutes, maintain present course. Why are we even here? We're supposed to be peacekeepers, handling civilians and shit. Give this red zone bullshit to fucking Blackwatch. Shit. You wanna leave a patrol mission up to those fucking baby killers? They just as soon blow this city to kingdom come. Yeah, yeah, I heard that, man. Caution, caution. Okay, jetzt gibt's auch Vögel. Interessant.
33-3. What's your squad status? Verifying. Mercer. Alex Mercer. Oh, shit. Red Crown, we've got Alex Mercer at RV Grid 3-4. Alex Mercer is in the AO, RV Grid 3-4. We are awaiting your command. Ninja 3-3, this is Red Crown. We're sending reinforcements to your location. Do not pursue Mercer. Repeat. Red Crown, be advised. I'm not in fucking Black Watch. What the fuck? Hell is this punk up to? Okay, ich muss kurz den Ton ein bisschen leiser machen. Also nach Cutscenes und vor Cutscenes, kann ich euch jetzt schon mal vorwarnen, werde ich den Ton ein wenig hochstellen, weswegen ihr meine Maus wahrscheinlich im Hintergrund hören werdet. Okay, wir sehen hier jetzt die Karte. Ach komm, die gucken wir uns ein anderes Mal. Jetzt machen wir erstmal das Tutorial. So, wir sollen also zu Heller laufen. Zum Alex. Heller sind wir. Aber ich will jetzt mich erstmal hier ein bisschen umgucken, ne? Okay. Wir können... Okay, wir können schon schlagen. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Okay, das Virus hat sich ziemlich ausgebreitet über die Stadt anscheinend. Und können wir auch irgendwie rennen? Nö, das Einzige, was wir können, ist schlagen und laufen. Dann laufen wir jetzt einfach mal Alex hinterher. Ach, diese komischen Vögel. Die werden wir später alle noch umbringen. Das weiß ich jetzt schon. Genau wie Alex. Okay, kann ich springen? Ja, okay. Der hat ja noch nicht mal die Fähigkeiten von Alex. Also die Grafik hat sich echt gemacht, finde ich. Also wenn ich jetzt das hier so anschaue, sieht um einiges besser aus als der Vorgänger. Aber um einiges. Die Gebäuden. Los. Gehen wir Alex Mercer hinterher. Hat er schon wieder jemand umgebracht? Oh Mann. Ja komm, ich komme dir zu Hilfe. Oder auch nicht. Ja. Tschüss, ne? Wie gesagt, dieses Spiel hat ein wenig brutale Szenen in sich. Gibt's hier irgendwas? Okay. Ich sollte nicht so spielen, als wäre das ein Rollenspiel, wo in jeder Ecke irgendwas zu finden ist. Komm her, Mercer. Ah, da kann der nicht rennen? Ich drück jede Taste. Na, jetzt kommt was. Quicktime-Event, ne? Okay. You done running? Alter, du bist doch noch nicht mal gerannt. Alter. Ja, dann tschüss, ne? Heller. Okay, sprinten. Nun können wir laufen. Oh Gott, schnell weg. Alter, da kommt aber ein Riesending auf uns zu. Lauf, Heller. Okay, für einen Marinesoldat hat er schon coole Moves drauf. Dafür, dass er noch nicht mit dem T-Virus infiziert ist. Ich weiß gar nicht, wie der Virus hier in dem Spiel heißt. T-Virus? Ich glaube, das war Resident Evil. Aber ich kann mich auch irren. Ja klar, weil das Ding Halt vor so einem Haus macht. Alter, die Stadt ist so unsicher. In jeder Ecke will ich irgendwas umbringen. Schönes New York. Wirklich schönes New York. Ja, super. Ich bleib dann die Nacht über hier, ne?
Geh du Bitch, Mann. Die Deutschen schreiben halt nicht Schlampe hin, sondern Bitch. Sehr nett. Ich denke, den Ladebildschirm werden wir noch oft genug in diesem Spiel sehen. Alter, ich kann das Geräusch nicht leiden. No man should have survived this. His system is flooded with the virus. Which is why you're going to run these experiments, Doctor. And if you don't like the results, Colonel Rooks, then what? Heller is Gentech property now. Things go sour, you burn the room. Burn the... No, absolutely not. This specimen is priceless. Colonel said burn it. That's what you're gonna do. It's time to begin. Okay, die wollen Opferspielchen mit uns machen. Something simple at first. A mere survival stimulus. What? Where am I? What the fuck is this? Oh ja. Ich weiß, ich bin fies. Ich werde jetzt hier den Part beenden und im nächsten Part werden wir gegen diese Zombies kämpfen. Und ja, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Oder ihr fügt dieses Video den Favoriten hinzu. Wenn ihr diesem Video einen Daumen nach unten gebt, würde ich gerne wissen, warum ihr das getan habt. Damit ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lang dieser Part ist. Denn es war ein echt langes Intro. Deswegen kann es sein, dass dieser Part mittel ist oder kurz. Also lang ist er auf keinen Fall. Also wenn er kurz ist, tut's mir leid. Im nächsten Part werden wir dann auf jeden Fall gegen fiese Zombies kämpfen und Matsche-Matsche-Kuchen machen. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf mein Let's Play zu diesem Spiel. Wenn ja, dann macht's gut, Freunde. Man sieht sich oder hört sich besser. Tschüss.